Mobal. Ja, ja. Pardal, Pardal! Ich hab dir geholfen. Ich frage mich gerade, warum der sich so komisch gebückt hatte gerade. Oh, Gegner. Sehr schön. Das ist ein normaler Säbelzahntiger. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwas Besonderes. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Wegen Tarp hier. Weil so langsam bricht der... Oh. Alter, richtig Action hier gerade. Das war ein voller Headshot. Jetzt müssen wir mal gucken, wegen Tapi, ey. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn hier? Was ist denn hier gerade? Da. Oh, guck mal, Tapi hier. Lass mich durch. Wo ist er hin? Aua, Alter. Was? Ich seh nix. Aua. Ich wollte nur... Das gibt's doch gar nicht. Wo ist denn? Hallo? Ich bin verwirrt. Ich muss erstmal Gizmo heilen und dann muss ich erstmal gucken, wo ist denn hier? Oh Gott sei Dank, hab ich noch gefunden. Alter. Huh. Das geht ja mal gar nicht. Gar nicht gerade. Aua, Alter. Was ist denn los? Alter, es ist gefährlich hier. Nehme ich natürlich mit, wenn ich einmal dabei bin. Und ich muss unsere Bestie heilen, unseren Gizmo. Und ich muss mich nochmal heilen. Oh, aua. Ah, aua. Aua. Da. Tapir. Bleib stehen. So viele Tapirs. Entschuldigung? Da waren jetzt ganz viele Tapirs. Habe ich jetzt... Oh, guck mal, Glühwürmchen. Oh, wie schön. Nehmen wir nochmal mit, falls wir nochmal brauchen. Alter. Da ist er. Oh. Ich glaube, die Keule ist kaputt. Da hat er sich einfach schlafen gelegt. Hast du gesehen? So. Was ist das denn da oben? Was ist das denn? Wo wir jetzt hingucken? Das müsste hier sein, oder? Tasche. War das das, was wir ausgeräumt haben da? Das Lager? Ne, das war hier, ne? Die Höhle. Okay. Ja, wunderbar. Dann haben wir ja jetzt quasi, da können wir ja jetzt endlich unsere... Alter, unsere Tasche. Yeah! Vollständig verbessert. Geil, wir haben unsere Tasche vollständig verbessert, wie ich das feier. Da gehen wir direkt schon nochmal auf Loot-Tour, obwohl da oben eigentlich die Säbelzahntiger sind. Pass auf, wir machen das mal ganz einfach. Können wir noch einen Fähigkeitspunkt vergeben, den wir mal... vergeben wir denn? Ziele und wirf deine Keule und Speer, während du eine Leiche bewegst. Ja, aber hier diese Effektivität der Rezepte, das machen wir mal. So. Viele werden sich wahrscheinlich fragen, Alter, wie er sich davor rumdrückt, hier vor diesen beiden... Ja, ich drücke mich da noch so ein bisschen vor, weil da steht sehr schwer als Schwierigkeitsgrad. Und ich finde, ich bin noch nicht so richtig, ja, nicht in Stimmung kann man nicht sagen, aber noch nicht so richtig ausgestattet, finde ich. Guck mal, da ist noch ein Leuchtfeuer, was wir noch nicht gemacht hatten. Ich wollte sowieso zurück zum Dorf, um Sailors Hütte, zu bauen. Können wir eigentlich mal eben schnell reisen, damit wir Sailors Hütte mal ausbauen. Dann wird die für uns wahrscheinlich auch eine neue Mission haben. So. Nun gut. Alter Schwede, das ist so geil. So, da wären wir auch schon wieder zu Hause. Diesmal laufe ich nicht durchs Feuer. Ah, wie schön. Hallo. Schöner Tag heute zum Wandern. So, dann schauen wir doch mal. Hier ist Sailors Hütte. Jawohl. Upgraden.
die er die Öhrchen sammelt. Smarkakatakar. Sailors Hütte verbesserte Belohnung. Nahrungsrezepte für volle Gesundheit. Nahrungsrezepte für ultimativer Booster. Du findest jeden Tag seltene Gegenstände in deinem Belohnungslager. Oh, Entschuldigung. 3000 XP. Ich muss schon wieder aufstoßen von dieser Kacklasagne. Okay, sehr schön. So, pass auf. Was haben wir hier? Haben wir hier schon... Ah, was uns alles noch fehlt. Wir müssen auf jeden Fall mal demnächst mal ein bisschen sammeln gehen, ein bisschen looten gehen. Welche Mission machen wir denn? Lass mal hier gucken, was der hier für uns hat. Hier, ey. Winja Brashtar. Karush. Heita. Karush Mogwaida. Hai Hasagwana. Auge um Auge. Mission zum Kahn-Menü hinzugefügt. Okay, wir holen uns hier quasi unsere Missions... Oder unsere Missionen ab. Dann holen wir uns hier auch direkt mal eine ab, bei ihm hier. Bei unserem Pissemann. Oh, der arme Kerl mit einem Arm. Aber der hat uns angepisst. Okay. So, der Orus-Gipfel. Oh Gott, das hört sich sehr spannend an. Vor allem hört sich das so an, als würde man irgendwo raufklettern. Ich schau mal, was der hier oben, unser Medizinmann, für uns hat. Hat er wieder so einen tollen Trip? Gucken wir mal. Nakrabi Hirakisbata. Mupur Hirakis Laigua. Palu Mansipa. Guaida Mu Bateris Quala. Mikrabi Hudagua. Machi. Salwa Urus Dagua. Machi. Bataris Shanchimas. Krati Dausmas. Prasqua Yahu Bacham. Mas Prasqua Bi. Batari. Krati Kasha. Batari. Krati Dwaisa. Krati Dwaya. Gwifwa Sakrati Hutagwa. Nusa Sushelhail. Chashman Suchaya. Oh, 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 heiß. Oh, oh, oh. Ta. Chimashta Gwarpeti. Ukratis Prasqua Waida. Tu Sush Tugistar. Drauba Ma. Maske von Krati finden. Klingt auch sehr spannend. Oh mein Gott, da drüben ist, glaube ich, ist da auch noch eine Mission. Pass auf, ich gras jetzt einfach mal erstmal alle Missionen ab, damit wir die alle mal im Kartenmenü haben. So, hier war das, ne? Genau. Ja, hier können wir auch eine... Auch nur eine annehmen. Da verlässt mich schon meine Stimme. Mama Fadi. Dwayne Well.
magisch heißt. Die Nauerschlaskauti, Mama Fadi. Die Gansham, Guar Guardo, Hafchu Guari. Haska Wantar, Hafchu Guar Sancha. Magisch Guar. Ku, Disu Haska Wantar. Magisch Guar, Urusim Shalash. U. Arsch magischayu madi. Balti hinacha. Du aska wantar. Buha. Okay. Oh mein Gott. Blutfang-Säbelzahn-Jagd. Zähme den Blutfang-Säbelzahn bei Einbruch der Nacht. Es behalt... Was? Es handelt sich um... dieselbe Bestie, die deine ursprüngliche Jagdgruppe getötet hat. Schwierigkeitsgrad schwer. Belohnung viele XP. Besonderheit zähme den Blutfang-Säbelzahntiger. Klingt vielversprechend. So. Oh Gott. Den Bären. Den Wolf. Können wir anschließend auch zähmen, ne? Ja. Bollwerk, sehr schwer. Und da oben haben wir das Blutzahnmammut. Ich weiß gar nicht, wo wir hingehen sollen. Ich bin gerade echt am überlegen. Ich bin so ein bisschen... Wenn wir jetzt, sag ich mal, den nehmen, sind dann die anderen weg? Oder kann ich mich jetzt entscheiden? Weil im Prinzip kann ich ja alle eigentlich zähmen, ne? Ich würde gerne hier hin. Aber da haben wir noch so einen weiten Fußmarsch vor uns. Pass auf, wir machen das so. Ich reise hier hin. Nehme den Bären... Zähme die großen Narbenbären, um ein wahrer Bestienmeister zu werden. Pass auf, das machen wir mal. Ich mache hier mal einen Wegpunkt hin. Und machen wir hier eine Schnellreise. Dann können wir nämlich das Außenlager da noch mitnehmen, das Leuchtfeuer. Und wir können zur nächsten Mission unten wandern. Das wird so ein bisschen eine Wanderschaft. Wanderschaft. Mega Wanderschaft. So, da sind wir schon. Mein Gott, was für kurze Ladezeiten. So, da kommt schon unser Gizmo. Wo ist denn der tolle weiße Wegpunkt, den ich ja, ich glaube, da, sehr schön. Mein Gott, wie schnell ich den Wegpunkt momentan finde, ist ja faszinierend. Ich will ja nicht zu früh loben. Ach, guck mal, schon wieder das Ahorn, Südhorn. Ahorn. Ich sag schon Ahorn, ich bin schon voll durch. Was? Mein Gott, Gizmo, mach mich doch nicht... Da war doch jemand anders, ich wusste es doch. Ich habe auch einen Tiger. Der Gizmo ist hier, also lass das. Lass das. Aua, Alter, huah! Wie er sich verpisst, ne? Was mache ich denn? Aua. Wie er sich einfach mal eiskalt verpisst? Ich glaub's ja wohl. Na komm her. Oh, voll ging. So, nehmen wir mit. Bisschen säbelzahntige Haut. Und wir müssen ja sowieso da oben hin. Boah, Alter, das war jetzt total... Ich geh mal hier hin. Ich hab jetzt... Ist das wieder... Nö, das ist Südstein. Ich dachte, das wäre schon wieder Fred. Der Fred, der Feuerstein. Was brennt denn hier? Hier brennt doch... Was ist denn hier los? Da werden wir erstmal Hans Meiser anrufen für Notruf. Der Busch brennt. Was macht ihr denn da? Hört doch mal auf damit. Toll, jetzt brennen mir gleich die Füße. Aber ich kann da durchs Feuer gehen, ne? Hat er ja gesagt, ne? Ich knüppel dich nieder. Was macht der da? Was macht der denn da? Hallo?
Soll ich den mal hauen? Aber dann kriegen wir eine Bevölkerung weniger, ne? Ja, lass mal ihn mal. So. Hua! Alter! Aua. Alter, ich krieg einen Schlag und bin sofort fast down. Oder beziehungsweise ganz schön angeschlagen. Ganz schön mies, ne? Autsch, 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 autsch. Wo müssen wir denn... Jägerversteck untersuche die Höhlenmalereien, um seltene Rohstoffe in der Nähe zu finden. Mhm. Untersuche vor allen Dingen. Wie soll ich das denn untersuchen? Das hatten wir schon mal. Bedeutet das irgendwie Bäume, Bäume? Hm, ich bin noch ein bisschen überfragt. Ja, ich wollte jetzt mal gucken, wo ist denn der Wegpunkt? Ist eh oben, ne? Müssen eh in die Richtung gehen. Müssen wir mal gucken. Fly on the wings of life. Fly, baby, fly. Müssen wir nach oben? Wahrscheinlich müssen wir nach oben, ne? Ja, das ist... Was ist das denn, Alter, für eine geile Steinskulptur da oben oder so eine Brücke? Okay, pass auf. Gehen wir mal hier nach oben. Dann schauen wir mal, wo wir da hinkommen. So, jetzt erstmal hier. Huch. Alter, Hilfe. Mach nicht so einen Scheiß mit mir. So. So, sehr schön. Da hinten laufen Mammuts. Ach, hier gefällt es mir schon viel besser. Hier sieht es schon viel, viel freundlicher aus. Aber die Mammuts könnten uns natürlich gefährlich werden, vor allem in einer Herde. Das ist nicht sehr schön. Das heißt, ich werde... Oh Gott, wie viele das sind. Aber das ist schon verdammt cool gemacht. Muss man echt mal Ubisoft und Lobos sprechen. Das ist so authentisch und wie das geil in Szene gesetzt ist. Wie die Tiere hier so rumlaufen und alles. Du hau mal ab, bitte. Du störst jetzt, Gizmo. Ist irgendwie... Oh, da ist ein... Oh. Oh, da ist ein... Uah, ciao. Lalalalalalala. Hallo, Manni. Uah, ich muss weg hier. Ich muss weg. Oh, oh, das... Könnte ich gut gebrauchen hier, den Bienenstock. Au, 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 au. Weil ich könnte nämlich... Für die Stachelbomben könnte ich nämlich gut gebrauchen. Aua, 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 aua. Seht ihr mal so langsam weg jetzt? Boah, wie geil das ist. Ohne Scheiß. Na toll, ich dachte, jetzt kann ich den Bienenwachs jetzt hier mitnehmen. Na super, toll. Boah, wie cool. Lass uns nach dem ganzen Stress das einfach mal genießen. Und wenn ich mir vorstelle, wie Horizon Zero Dawn wird, mit diesem Zukunftssetting. Beziehungsweise Zukunftssetting in so, ja auch so ein bisschen altmodisch, so. Ja, so Urwald und alles und Pipapo. Voll geil. Feier ich gerade. Ich genieße es gerade mit den Tieren. Natürlich der Bär, der stört jetzt ein bisschen. Och man, warum sind die ausgestorben? Och man, nun. Naja. Naja, so. Dann gehen wir mal weiter. Und schauen mal, was wir hier haben. So. Was? Was stand hier? Was suchen? Venya helfen. Suchen und retten. Zwei Venya sind den Litzer entkommen. Jetzt wird eine der beiden vermisst. Suche nach ihr. Befreien Venya, schließen sich. Befreite Venya, schließen sich an einem Dorf an. Ja, aber das möchte ich nicht jetzt machen.